den Merten und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog aus Teneriffa. Und wir sitzen hier gerade im Fahrstuhl, die Leute und mich alle ganz komisch an. Was macht der da? Ich drehe einen Vlog. Ja. Wir mussten uns gerade nochmal umziehen. Ich habe mir jetzt noch ein bisschen Wärme angezogen hier, weil vom Berg wird es windig sein. Und ich sehe gerade, hier wurde ein kleiner Weihnachtsmarkt aufgebaut. Oh, mit selbstgemachten Sachen. Cool. Mega. Nö, ihr dürftet nicht sehen. Oh, hier seht ihr ja so ein paar Sachen. Sind so Stände aufgebaut und jetzt kann man hier im Hotel direkt los shoppen. Wie cool ist das denn? Hier. Oh. Ja? Ich habe schon eine Kette gefunden, die wünsche ich mir zu Weihnachten. Okay, noch eine. Oh, hier, Weihnachtsbaum. Oh Gott, guck mal, Anne. Die sieht irgendwie aus wie du. Mhm. Jetzt gerade haben wir so eine kleine Auskunft, wie wir überhaupt hinkommen, weil es soll hier irgendwie anderthalb Stunden entfernt sein und 80 Kilometer. Das ist Alex. Hi. Hallo Alex, ja. Schöne Grüße an meine Follower. Hey, schöne Grüße. Ja, hi. Das ist voll nett von dir. Ja. Aber. Das Anhauchen, so ja. Und hier ist unsere andere Begleitung, die Gia. Mit Gia sind wir hier heute. Und Gia, du hast jetzt was für uns geplant. Was machen wir denn? Keine Ahnung. Okay, keine Ahnung. Guck mal, weil ich habe nichts mitbekommen. Also ich habe bloß irgendwie was mit Berg gehört, aber mehr war nicht. Also mal gucken, bin gespannt. Und jetzt sind wir schon ein Stück hochgefahren und Anne findet die Aussicht so geil, deswegen haben wir hier kurz mal angehalten. Wir sind einfach mal über den Wolken. Über den Wolken. Das ist so krass. Und weiter geht's nach oben. Mal sehen, was uns noch erwartet hier. Ich war gerade so aufgeregt. Warum? Ich hab 3000 Bilder gemacht. Wie geil. Ja. Ist das ein Ausblick? Die Sonne scheint. Und es ist gar nicht so kalt. Oder ist dir kalt? Ist das so? Also bei, es geht. Es geht, aber schon heftig, oder? Easy. Ich find's okay. Und Anne wollte hier erst nicht her. Das sollte man mal sagen. Ja, nee, das ist übertrieben geil. Jetzt wisst ihr, was dich erwartet hinter dir. Habe ich voll Bock drauf. Ja? Nein. Ui, schöne Gondelfahrt. Guck mal, ach, da kommt gerade eine. Die ist ja süß. Das ist voll gepackt bis oben. Ja. Und da geht's hoch. Da müssen wir hoch. Sieht auf jeden Fall schon ganz schön hoch aus. Der Blick. Dein Blick sagt doch mehr als 1000 Worte. Aber wir schaffen das. Kann ich gehen? Oh, mir wird gerade ganz schlecht. Ich glaube, ich könnte nicht mit. Ich habe gerade Kopfschmerzen. Nein, wir haben bezahlt. Ich habe meinen Arm gebrochen. Komm, noch zwei Masken, so eine Maske. Halt dich schon fest, Anne. Halt dich schon fest. Und? Oh Mann. Bleib ruhig. Und da sind wir auch schon da, Anne. Ich habe meine Karte. Okay. Nächste Woche bekommen sollen. Okay, so schnell geht's. Ja. Und schaut euch die Aussicht an, also schon krass. Mich hat jetzt nicht so gereizt hier oben drauf. Ich muss sagen, unten war das dann noch ein bisschen cooler. Also das Hochfahren mit dem Auto hat mir schon gereicht. Hier oben war jetzt nicht so geil. Mein Testament ist geschrieben, ja. Mein Testament ist geschrieben zu Hause. Und jetzt kommt dieser erste Boller. Jetzt wird es nochmal wackelig. Jetzt wird es so. Jetzt. Und jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Der ist ja wie Achterbahn fahren. Wir haben noch drei. Oh, nee. Wir haben noch drei so eine Boller vor uns. Ah, die schauen. Hört einfach nicht auf. Die so. Okay, ja. Ein bisschen Bauchschmerzen. Ja, kriegen wir Bauchschmerzen, oder? Ja. Das ist heftig, also, ey. Ist genau, die haben wir schon mal. Das haben wir mit der Regie.
Anna hat Hunger. Anna wird jetzt erstmal hier sich so ein leckeres Sandwich holen. Und sogar an den Taxifahrer wird gedacht, der uns die ganze Zeit hier umkutschiert. Oh, hey, guck mal, da gibt's Hotdog. Ja, lecker, so ein Hotdog hier. Was, ein Kaffee? Gibt's so einen Kaffee? Alex, will einen Kaffee? Oh ja, nimm mal ihn mit. Mit Cookies. Nimm mal mit Cookies, komm. Geil, da hab ich Bock drauf. Mega. Mit Cookies. Ist der nur für dich oder für mich? Ich glaube, ich bringe meine eigenen mit, hier. Aber Hauptsache, die Pringles stehen im Kühlfach. Ja. Seit wann stehen denn Pringles im Kühlfach? Ja, doch, das und jetzt fahren wir zurück und ich sitze jetzt mal vorne. Vielleicht kann ich gerne noch ein paar Bilder machen. Habt ihr Spaß gehabt? Ja. Tierisch. Tierisch. Der Wahnsinn. Richtig cool. Anne möchte jetzt noch ein paar Bilder machen, weil schaut euch das an hier. Ey, das ist so. Ich krieg die Chance nie wieder, so eine Bilder zu machen. Krass, ja, wir gehen jetzt dann zu den Felsen geradeaus da und da machen wir jetzt gleich mal ein paar Pictures. Wir haben uns jetzt entschlossen, hier essen zu gehen und ja, mal gucken. Hier seht ihr, leckere Laichgerichte. Hier können wir auf jeden Fall leckere Laichgerichte essen. Wir sind hier in irgendeiner anderen Stadt. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Ich verhasse das immer. Aber mal gucken, was hier so abgeht. Erstmal hier mal was essen. Wir haben uns jetzt doch nochmal umentschieden und es hat uns einfach zu lange gedauert. Jetzt gucken wir woanders. Was gibt's hier? Aber hier ist schön leer, deswegen können wir, glaube ich, eher hier hingehen. Okay, Restaurant. Ja? Okay, dann lass uns hier was essen. Okay. Hier, wir sind jetzt einfach, wir probieren es jetzt woanders. Nicht kommen wir da ran. Nee, 2 Stunden Wartezeit ist schon heavy für. Noch nicht mal die Tränke bestellt. Lass es dir schmecken. Guckt euch dieses Sandwich-Paradies an. Boah, geil. Hier ist übrigens Käsesoße. Bin gespannt, wie das schmeckt. Und Pfeffersoße. Pfeffersoße, mega, ey. Oh, oh, und hier, ey, was ist das hier, ey? Luxussteak, ey. Halber Wahl. Mega, halber Wahl, ja. Ja, lasst es euch schmecken. Guten Appetit. Wir werden jetzt essen. Ja, und vielleicht esst ihr auch gerade was. Keine Ahnung, wenn ja, guten Appetit. Lecker gegessen und jetzt ist mein Magen so voll, kann gar nicht mehr laufen. Kennst du das? Ja. Und jetzt sehen wir mal hier und jetzt, oh, wenn ich das schon sehe. Oh mein Gott. Wie geil ist das denn? Krass, schade, dass das alles leer ist. Aber gut, bei den Temperaturen. Aber das sieht ja mega aus. Allein da, die Klippen. Da möchte ich hier. Boah, krass. Ja, und hier seht ihr Porto de la Cruz und guckt euch die Welt. Und die surfen da. Ach so, der Surferbereich hier, ja? Ach, wie geil, ey. Hätte ich surfen, würde ich hier auf jeden Fall laufen gehen. Definitiv. Definitiv. Jetzt könnt ihr das mal sehen. Boah, was ist das denn hier? Guck mal. Ja, mal filmen. Das ist super klar. Ja, jetzt habe ich sie gefilmt. Da, oh, guck mal. Oh, krass, wird ja immer größer hier, die Tiere. Wahnsinn. Der Strand. Ja, schwarz. Einfach mal schwarzer Sand hier. Wie krass. Okay, Henning möchte jetzt unbedingt wissen, ob das Wasser warm oder kalt ist. Und ich muss es einfach festhalten per Kamera. Ich sag, der wird nass. Warte. Ich warte, ja. Und jetzt kommt eine große Welle. Woo! Los! Henning! Oh, schade. Ich dachte, er wird viel Schnass. Wie geil das hier aussieht. Ist das ein Traum? Das ist ein Traum hier. Voll warm. Ja? Ja, ich bin warm. Na dann los, Sachen aus und drin. Ja, schön. Ich will Kinder sehen. Wir sind jetzt zurück im Hotel und wie vorhin schon gesagt, hier ist ja der Weihnachtsmarkt und jetzt will Anne hier noch mal ein bisschen gucken. Also die haben hier mega viele Stände überall aufgebaut, voll die süßen Sachen. Ich denke mal, das wird doch alles, vieles wird Handarbeit sein, Anne. Denke ich auch. Sieht auf jeden Fall so aus. Sehr geil. Oh, guck mal, hier backen sie. Geht immer. Backen sie lecker. Hier draußen ist hier auch was? Nee. Lecker, lecker, lecker. Ich bin mega müde. Ich war so, war zwar mega fett und geil und hat Spaß gemacht. Das ist jetzt 5:30 Uhr abends, aber ich bin saumüde. Ja, merkt schon an. Oh, könnte jetzt echt pennen eine Stunde oder so. 2, 3. 5, 6. Aber das können wir den anderen nicht. Setz doch mal den Rucksack ab. Nee, ich bin ein Typ mit Rucksack. Ich bin ein Typ mit Rucksack.
Ja, das war unser Ausflug heute auf den Berg in eine Stadt. War mega unterhaltsam, fand ich. Hat mir echt mega viel Spaß gemacht. Danke für den tollen Tag an alle. Und ja. Danke und bis bald. Ciao. Tschüss.